Guten Morgen, guten Morgen. Fortfahren, genau. Wir gehen direkt ins Geschehen. Das hier muss ich noch aufmachen. So, da bin ich mal gespannt. So. Ist das und das? Na dann, mach mal. Ja, Mikros an. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss noch monatlich 12.000 verdienen. Aktuell 2,1. Und ich muss noch 20.000 Minimum jetzt allgemein verdienen, damit ich mir die nächste Wohnung kaufen kann. 8,7. Wichtig Fußböden, Wände, unwichtig Dekoration. Ach komm, annehmen, auch wenn das schwierig ist. So, Onkelchen, reinigen, erneuern. Hey, dieses Ich liebe das einfach. So, verkaufen, wenn wir ein bisschen mehr Budget haben. So, Onkel Tschüssikowski. Jo, renovieren. Ich habe keine Tageszeit vorgegeben, sprich wie viele Tage das dauern soll. Okay. Gucken wir mal. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Das heißt natürlich Wände. Stopp mal. Badezimmer, Küche, Duschkabine, Toilette, Waschbecken, Klobürste, Toilettenpapier, bla bla bla. Reicht ein kleines Bad aus. Tatsächlich. Die Fensterlage ist mal wieder katastrophal. Ist natürlich wieder katastrophal. So. Schlafzimmer, wir bestimmt wieder im Bett. Und das war's. Okay. Wir fangen in der Küche an. Böden, Laminat. Das hier. Wände grau. Hammer. Kühlschrank. Ich hab noch 10.000. Und ein Herd. So, wir stellen erstmal den ganzen Quark rein. Böden, Laminat. Wände auch wieder grau. Okay.
Pyjama. Duschkabine. So. Ne, hier, da krieg ich die hier rein. Waschbecken. Wieso hängt das Waschbecken immer noch so hoch? Badezimmer ist komplett fertig. Das Schlafzimmer. Linoleum oder Hartholz? Gelb oder braun? Ach du. Bett. Ja. Wie viel habe ich denn jetzt noch? 6 Ehens habe ich noch zur Verfügung. So. Deko 0, das ist klar. Das ist doch alles klar. Für die Ecke waren die Dinger hier. Aber die hier auch. So. Ja, komm, einer davon geht noch. Prozent Deko in der Küche, nice. Bloß wegen ein paar Möbeln. Wir haben hier ein Doppelbett. So, da haben wir das Liebesnest. Mm-hmm.
Deko gerade mal 11%. Alter, ich habe nur noch 4 Aids hier. Nein, das nicht. Ich hätte das gerne mittig. Wäre ungefähr hier. Shit, nur ein Stück weiter runter. So. Kriegen wir noch eine Matschröhre rein. Sind jetzt bei 19%. Moment mal. Kann man aber dort hinballern. So. Hier haben wir das. Mal das da hinballern. Ein Stück bewegen. Sind wir jetzt bei 22%, holy shit. Feuchten Träume will ich nicht anregen. Was ist das? Kerzenhalter, okay. Den kann ich nur auf den Boden legen. Ah ne, da oben geht's auch noch hin. Aber da haben wir schon Kerzen. Wo hat man denn diese komischen Läufer? Ach, hier unten. Da unten waren sie. So, 2-2 habe ich noch. Wir sind bei 66%. Ja. Und noch irgendwas Großes, was ich so in den Raum stellen kann.
Nicht wirklich. So. Dies und dies. In 7 noch. Ja, die sind gleich. Irgendwas noch dazwischen machen. Ah ja, komm hier. Wie sieht's aus? 100% Deko und ich hab noch eins gut. 100, 1K. Die passen richtig gut zum Bett. Das ist eher was für Frauen. Ja, können wir so lassen. Job abschließen. Okay, das sieht schon mal gut aus. Nice. Oha! Oh. Ach ne, ich habe die benötigte Möblierung wieder vergessen. Okay. Aber passt. 10k verdient plus ein Bonus von 1,7k. Nice. Nice, nice, nice. So, null Schulden, null Schulden, null Schulden. Gut, das passt. So, jetzt bräuchte ich noch mal was Großes hier. Das da zum Beispiel. Reinigung starten. Oder was ist das? Das ist halt echt ein Waschbecken.
Jo, wie viel Zeit habe ich denn? 12 Tage. Bodenteppich. Wände blau. Hammer. Wohnmobil-Toilette, Wohnmobil-Dusche. Hallo, drehst du dich bitte? Ah, okay. So, Wohnmobil-Klo. Dort hin. Wo hat man denn die wunderschönen Raumteile? Hallöchen, da. So. So. So, das Waschbecken. Ach so, nee, verkaufen. Ja, ich kann keine Wand einziehen. Das, oh, da brauche ich doch den Raumteiler. Shit. Wobei, den können wir dann durch den Schrank ersetzen, den Raumteiler. Hahaha. So. Ein Schreibtisch. Wie viel habe ich zur Verfügung? 10.000 noch. Hammer. Hammer. Okay, jetzt brauche ich echt einen Schrank. Und zwar einen schönen. Mal den da hinballern und den gleichen. Oh, der ist größer. So. Den eben mal so. Was? Ist nicht schön und gefällt mir persönlich auch nicht. Machen wir das so hier. Dann kommt da ein Schrank davor. Schade, geht so nicht. Bücherregal. Passt zum Schreibtisch. Kann man so lassen. Das haben wir. Das haben wir.
Hallo? Ist das Klo ein bisschen abgeschottet? Hier oben haben wir alles. Dosenfutter. Hammer. Nochmal. Wanddekoration, kleine Dekoration. Wandlampe. Kleine Dekoration. Zwölf, ich habe noch 5, 7. Eine kleine Dekoration. Hammer. Dann stellen wir uns so ein Pflänzchen hier rein. Und kriegt der noch einen Stuhl. Ach komm, du kriegst einen Gaming-Chair. Ja, komm, scheiß drauf. Voll Spionagemäßig. So. 44% Deko. Das ist noch gar nicht gut hier. Das ist noch gar nicht gut. Aber jetzt 56, meine Fresse. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Okay, da kommt niemand dran. Okay. Dann können wir da tatsächlich noch sowas. Passt nicht drauf.
Und noch eine Kerze dazu. 63, shit. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich schon dabei bin. Umarme mich, nein. Hier haben wir halt soweit alles. Spionagetechnisches. Ach du Heimatland. Bist du da? Passt sie nicht rein, da passt auch nicht rein. Schade. Hätte ja klappen können. Dafür haben wir noch 3 neuen. Nein! Nein! Ich will einen fetten Fernseher dahin ballern. Oh, jetzt! Haha! 65, scheiß drauf, Job abschließen. Die nächste Wohnung kaufen. Nice. Wie viel? 444. Mach mal. Ich schick meinen Onkel los. Alter, wie sieht denn das in meiner Bude hier aus? Du elende Drecksau! Halt gefälligst meine Wohnung sauber! So, wie teuer war der Quark? Kann ich noch nicht kaufen. Ja. 195. 250.000. Halleluja. 152. Oh ne, ich muss schon wieder Geld machen. Ich wollte mir doch hier irgendeine eine Wohnung holen. Wo ist die? Die hat mich doch nur 140 gekostet. Das ist ein Loft. Das will ich noch nicht. So viel Geld habe ich nicht mal. Hä?
Kosten die Wohnung in die 140 gekostet hat? Das ist Beschiss. Oh nö, ich mag das Spiel nicht mehr. 9, 9, 10. Wichtig erster Eindruck, Wände, unwichtig Fußböden. Fußböden, alles klar. Anforderung, Runderneuerung, wichtig Fußböden, erster Eindruck, unwichtig Dekoration. Na dann los. Renovieren. Kein Tageslimit vorgegeben. Schlafzimmer, 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 Badezimmer. Keine Küche? Okay, wenn ihr dazu wollt. Böden. Was war wichtig? Scheiße. Wichtig, Fußboden, erster Eindruck. Okay. Hier. Ob euch das gefällt oder nicht, ihr nehmt das. Duschkabine. Eine Toilette. Ich muss mit dem Geld aufpassen. Ein Waschbecken. Klopapier und Handtuchhalter. So, Badezimmer erstmal fertig. Schlafzimmer 1. Hartholz. Wände braun. Ich hab nichts, was zum Fußboden passt. Egal, ein Bett. So. Ein Kühlschrank. Ja. Und eine Mikrowelle. So, das ist fertig. Schlafzimmer. Hier, Hartholz. Rote Wände. Nehmen wir das hier. Das passt zwar auch nicht ganz. Ich will auch ein Bett rein haben. Ich da. Alter, du willst so ein Sofa und einen Fernseher? Was bist du für ein Luxustyp? Oh Gott, was soll ich hier für ein Sofa hier reinballern? Will der hier auch noch einen Fernseher rein haben? Nö, ein Laptop. Das war das Große. Ich hätte das gern in klein. Hier.
Und jetzt noch das Sofa. So, haben wir das erstmal fertig. Staffelei, Schachbrett, okay. Teppich. Und dann rote Wand. Oh Gott. Oh, hier gibt es doch günstigere Betten, sehe ich gerade. Okay. Dann werden wir gleich mal die Betten hier austauschen, damit ich wieder ein bisschen Money habe. Einen Schreibtisch. Haben wir 6-2. Dann kriegst du. Das ist eine Studentenbude. Kriegst du den hier? Nee, wir stellen ihn hier hin. So, mittig. Ein Laptop. Nö, kriegst ein Billo-Teil. Bürostuhl kriegst du auch noch den einfachen. Oh, ist das ein fetter Gaming-Chair. Oh, das sieht fast aus wie meiner. Okay. Eine Achso, ich muss da nicht raus. Oh, dafür kommt noch der Flur. So, Flur passt. Der hat nichts außer einen Kühlschrank drin, der kriegt die Staffelei rein. So, mach was Kreatives. Schachbrett. Wie sieht es eigentlich mit der Dekoration aus? 0, 0, 0. Und ich habe nur noch 4,38. Du Heimatland. Ach, du ahnst es nicht, ey. So, wir haben auch die bevorzugte Möblierung. Wichtig Fußböden, erster Eindruck. Unwichtig Dekoration. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Auf jeden Fall ein Bild an die Wand. Und das? Okay.
Der kriegt noch eine Uhr. Und das. Der ist eher so der Party-Typ. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also kriegt der auf jeden Fall das hier rein. So. Was war mit dem? Das ist eher so der... Ja, der chillige Boy. So, und der ist so... Ja, ein bisschen zuckerhaft veranlagt. Warum nur 33? Was ist falsch mit dem Zimmer? Sieht aus wie ein überdimensionaler Korkenzieher. Sieht auch jetzt schon mal besser aus. Badezimmer. Auch wenn die hier keine Waschmaschine drin haben. Aber Schnubbe, da passt noch was an die Wand. Und hier passt noch was hin. Steht nicht ganz mittig, kriege ich mit. Jetzt. Prozent? Ja. 51, bei dem kann dort auf jeden Fall noch was hin. So. Das ist auch ein Traumfänger. War das hier? Nein. War das hier? Nein, da war es hier. Auch nicht.
Gehst du noch ein Stück höher? Sehr schön. Wie viel habe ich noch? 1,8. Future-Konsole. So. Der hat nur das. Könnte man das eventuell noch mal hier drüben irgendwie so? Machen wir das hier so ein bisschen so und so. Und so machen. Ah ja, komm. Was soll's? Das wird ihm gefallen. Das war mir so arschklar. Das war doch so arschklar. Ey, das ist richtig gut, der Schreibtisch. Gehst du mal ins andere Zimmer? Ja, gut. Okay. Fertigkeitenbaum. Wir wollten erstmal den Onkel fertig machen, habe ich gesagt. So. Nee, das war sie auch nicht. Hä? Wo ist denn diese Wohnung hin? Ich weiß ganz genau, hier gab es eine, die hat mich 141.000 gekostet. Wo ist diese Wohnung hin? War es das nicht, oder? Nee. Gut, ich kann dich noch gar nicht kaufen. Weiter rausscrollen kann ich leider auch nicht. Du warst das nicht. Du warst die für 890. Bei der war ich gerade. Ich verstehe das nicht, das war doch hier so eine richtig geile Butze. Irgendwie, hatte ich nicht vorher 4 Wohnungen zum Kaufen? Jetzt sind es noch weniger geworden. Will mich verkackeiern? Naja, ich mache jetzt ganz kurz standardgemäß 5 Minuten Pause und. Ja, ihr wollt mehr Geld haben und ich bin gleich wieder da.